Und ich habe mich gefragt, wie wir zu Oma kommen. Zur Kiste. Das wäre so. Ich habe mich wirklich gerade gefragt, wie wir zu Oma kommen. Jetzt wissen wir's. Es gibt hier einen Abzweig. Wollte ich sagen. So. Oma muss warten. Oma wartet nicht. Oma ist wichtig. Aber du hast recht. Loot geht vor. Und wenn wir so weitermachen, kriegen wir noch eine Meldung von Horst bei 700 geretteten Gesichtern. Denke ich mal. Aber ich bin gespannt, ob ich mit dieser Prognose recht behalten werde. Erstmal weiter zur großen Kiste. Unsere Lootnase hat ja angesprungen. Und deswegen müssen wir immer schön weiter nach vorne. Die Blitzwolke, das Skelett, alles wird ignoriert. Das ist alles nicht so wichtig. Hauptsache, unsere Kiste steht am Ende sozusagen auf der Agenda zum Einsammeln. Die Wolke ist von Sumis Popstar-Kunst nicht begeistert. Also sowas. Ja, das findet Luca nicht gut, deswegen haut er die Wolke mal kaputt. So, Sumi. Auch nur 12 Schaden. Sie braucht definitiv neue Ausrüstung. Wir müssen mal dafür sorgen, dass sie ein neues Mikrofon oder so kriegt. Mit dem Quirl kann sie definitiv nicht mehr viel anfangen. Okay, aber das machen wir in dem nächsten Gasthaus, wenn wir da angekommen sind. Erstmal zur Kiste. Nein, zum Gasthaus. Wir sind beim Gasthaus angekommen. Das passt ja. Dann gucken wir uns mal an, ob wir ihr ein Zimmer geben können. Es ist so schön. Weiter. Jetzt wird es doch gerade erst toll und spannend, wenn wir unsere Leute einsammeln. Also. Da brauche ich nicht nachdenken. Ah, guckt mal, und sie kriegt ein Sternchen-Mikrofon. Sofort. Och, ist das schön. Hoffentlich hat sie es auch gekauft. Ja. Oh. Freue ich mich. Ich freue mich. Besser als das da. Ah, oh, schön. So, und er kriegt auch einen Zyklopen-Piekser. Muss sich ja lohnen. Es muss sich doch für alle lohnen. Findet ihr nicht? Ich finde das. So, also. Ausrüsten. Und schon haben wir wieder ganz viel Geld ausgegeben, aber egal. Ich gehe mal kurz in die Spielhalle gucken, ob das Roulette... Ich hätte vorher gucken sollen, oder? Naja, so kriegen wir das ausgegebene Geld zumindest zum Teil wieder zurück. Wir haben einen Zyklopen-Piekser gewonnen. Und der gehört jetzt mir und wir verkaufen ihn einfach. 1900 Gold. Danke sehr. So kann man das Geld natürlich auch wieder reinholen. Alles gut. Krasses Glück trifft es. Aber wir hätten also sozusagen gar nicht kaufen müssen. So, Futter. Jetzt wird's interessant. Wir geben ihr das hier mal. So ein bisschen upgraden. So, mal ganz kurz gucken. HP, Angriff hat sie und Abwehr. Dann würde das passen, wenn sie noch das zweite Pizzastück kriegt. Dann kriegt sie da wieder höhere Werte. Das ist gut. So, und er? Ihm gebe ich das andere Pizzastück. Das hat ihm nicht... Er mag keine Pizza.
das ist nicht mein Aiden. Also auf keinen Fall. Diesen Aiden hier, das ist nicht mein Aiden. Der mag Pizza. So. Dieses Spiel, das ist, wird immer schlimmer hier mit dem Spiel. Definitiv. Erst die Kleidung, dann das Merkwürdige jetzt. Und jetzt das noch. Keine Pizza. Also. Die beiden gehen jetzt Karaoke singen. Ich glaube, die sind beste Freunde, ne? Die brauchen das gar nicht, aber sie ist Popstar. Aiden ist echt süß. Ach. Nett, wie sie das gerade gesagt hat. Schalalala, dubidubidu. Dubdidubdidubdidu. Oh ja. Unser König sieht übrigens anders aus als der, der da hinten auf dem Bild ist. Ach, das Lied ist schon vorbei. Schade. Aber sie mag es, wenn Aiden singt. Aiden ist echt süß, love is in the air, aber sowas von. Aber Aiden wird Mia niemals untreu und ich habe Mia übrigens irgendwie vorhin in der Aufzählung komplett vergessen. Wir haben natürlich eine Mia noch. Okay, die sind hier alle schon mit 20 und 23 und alles. Da brauchen wir nicht aktiv werden. Okay. So, weiter geht's. In die nächste Ecke zur Truhe. Deswegen machen wir das Ganze ja hier. Einmal zur Truhe, bitte. Dann mal ran an den Speck. Speck. So, Truhe. Ich öffne sie einfach, weil sonst... Warum sind wir sonst hier, ne? Ein Statuenkostüm. Aha. Hat der liebe Aiden erhalten. Wir haben heute Glück mit den Kleidungsstücken. Also jetzt kommt so ein bisschen ein Paragon raus, oder? World of Warcraft Paragone lassen grüßen. Wollte ich nur mal so sagen, ne? Ah, okay. Süß. Einfach süß. Ach wie, das war's schon. Kurzer Ausflug zur Truhe. Einfach eine Truhe. Haben wir mitgenommen. Okay. So, in Richtung Oma werden wir jetzt weitergehen, denke ich. Also ich würde jetzt sagen, wir gucken uns erstmal an, was die beiden da gleich mal machen wollen. Wir verfüttern mal ein bisschen was, damit es ihnen auch gut geht. Und dann gucken wir uns das alles gleich an. So. Abwehr und Angriff. Get. Oh, furchtbar. Dieser Hundekeks. Schlimm. Okay. Ne, das bringt nichts. Das sparen wir uns auf. So, also, was haben wir denn hier? Da brauchen wir nichts ausgeben. Wir gucken einmal kurz ins Zimmer. Wir haben heute richtig viel Zeit. Die anderen warten nur in der Höhle. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Ich bin gleich wieder da. Moment. Sie war ja schüchtern, Entschuldigung. Tada. Wie findest du's? Man erkennt dich kaum wieder. Was stimmt? Sieht cool aus. Eine Sache fände ich gut, wenn es hier so eine Option geben würde, wie diese Frisur bitte übernehmen und behalten. Würde ich jetzt an der Stelle nicht machen, aber das habe ich schon zwei oder dreimal gedacht, dass ich dachte so, das könnten sie eigentlich noch einführen. Das wäre so eine Komfortfunktion, sowas wie, möchtest du die Frisur behalten? Das wäre doch irgendwie ganz putzig. Okay. Wir sparen uns die Ausflüge. Sagt er und guckt nochmal in die Spielhalle. Ne, das bringt gar nichts. Auf geht's. Und jetzt gehe ich nach Norden von der Abzweigung, wo wir vorhin hängen geblieben sind.
Ach, hier kommen wir nur zum Quizmaster. Dann gehen wir dahin, weil da müsste Oma... Müsste hier Oma sein? Könnte Oma sein. Haben wir genug HP-Bananen? Ja, die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ob das Gesicht von Oma hier irgendwo ist? Wir nähern uns Oma. Ach, Oma. Das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Oma eigentlich aus? Ein bisschen älter, mit Brille, glaube ich. Ach, was soll's, es fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Aber sowas von. Er hat Oma vergessen. Haben wir Oma vergessen? Ich habe Oma nicht vergessen. Ich weiß, wie Oma aussah. Was soll denn das? Da ist sie ja. Da ist sie ja. Eine traurige Wolke. Die Oma-Wolke. Es ist eine Wolke. Die Oma-Wolke. Wie wunderbar passt das denn? Ich weise nochmal darauf hin, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Es passt. Okay. Oma ist sauer, weil wir lange nicht mehr zu Besuch waren. Die hat uns einfach gern und deswegen... So, wir flüstern mal ganz kurz ihr ins Öhrchen. Och, liebe Aiden. Supi. Aua. Oh, die ist aber wirklich sauer. Heilung. Hurra, mehr HP. Und das Pferd macht mit. Ich liebe es, wenn das Pferd sich bemerkbar macht. Ihr wisst, was es bedeutet. Oh ja. Oh ja. Es tut nur ein wenig weh, mein liebes Pferd. Aber wir hängen am Pferdeschwanz, am Schweif und... 229 Punkte Damage. Yo. Da kann die Oma nicht widerstehen, sozusagen. Ah, schön. Und wir hauen mit allem rauf, was wir haben. Und das... Wir schmusen auch noch mit dem Pferd. Das läuft so gut hier gerade. Sehr schön. Und gleich verlieren wir. Die Nähe zwischen Aiden und dem Pferd wächst. Mitten im Kampf sind sie liebste Freunde geworden. So, wie sieht's denn aus bei der Oma? Oh, sie ist viel widerstandsfähiger, als ich dachte. Ich mach mal einen Piekser. Ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten sie mehr runtergeknüppelt, aber gut. Sumi, aufs Pferd. Reite los. Okay, Oma ist wieder bei Sinn. Das ist ungünstig. Wenn Oma bei Sinn ist, wir wissen, sie ist die beste Kämpferin, die wir jemals hatten. Also die beste Diebin. Das ist ganz, ganz ungünstig, wenn sie jetzt weiß, was sie tut. Aber Luca heizt ihr mit einer Flammensäule ein. Das hätte er mal vorher machen sollen. Habt Dank. Hui. Ich fliege. Huch. Aus Versehen doppelt geklickt. So, weiter geht's. Wir haben Oma gerettet. Das war sein Special, der ist richtig krass. Im Vergleich zu unserem Special mit 229 Punkten Schaden ist seiner aber jetzt wirklich... Also dieser große, weise Luca, der kann sich mal hinten anstellen. Der macht ja nur halb so wenig Damage wie wir. Hoppla. Das war Nummer 2. Oh ja. Ja.
Ich möchte möglichst bald Oma sehen. Na dann, wir sehen sie sicher bald. Auf nach Port Grotto! Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das Spiel ist grottig. Richtig grottig. Oh Mann, wir müssen in eine Grotte. Herr Aiden? Entschuldigung. Guten Tag, ich habe da Post für Sie. Ich bin Roman, der Briefträger, und Sie sind doch Herr Aiden, oder? Ja, richtig. Gucken Sie mal hier. Ich habe diesen schicken Brief für Sie, den Sie hier mit erhalten haben. Bitte quittieren Sie, und damit ist meine Arbeit erledigt. Tschüss, ich bin wieder weg. Hey, Aiden, wie geht's? Ich habe mich geändert. Ich habe jetzt ehrliche Arbeit gefunden bei Villager, dein Gin. Und er schickt uns genau eine Banane. Ach ja, das ist ja so schön. Der Gin, er ist ehrlich geworden. So toll. Bei Villager. Wir erinnern uns noch, lang ist es her, der Villager. Unvergessen, wenn ihr mich fragt. Unvergessen. Ah, so. Oma. Der mit dem Riesenkopf. Aber du musst zugeben, er sah cool aus. Also dafür, dass das ja ein Mii-Charakter war, der nach dem Villager aus Minecraft geformt wurde, ja, also sah der doch richtig cool aus. Besteste Freunde. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort so gibt. Aber Zangenangriff 2. Jo, genau. Die bessere Variante des Zangenangriffs haben wir gerade gelernt. Wir gehen noch nicht zu Oma. Erstmal gucken wir mal kurz. Sumi hat nämlich ein Geschenk gekauft. Das lag auf dem Weg. Du, hör mal. Ich hab da was für dich gekauft. Hier. Bitte, ich hoffe, es gefällt dir. Aiden erhält ein Geschenk von Sumi. Na, gib schon her. Nur keine Angst, es wird mir schon gefallen. Das ist nämlich eine Parfümflasche. Oh, schön. Juhu. Aiden freut sich sehr. Ah, dann hab ich das Richtige gekauft. Oh, schön. Ja. Immer noch nichts Vernünftiges. Okay. Und sie wollen auch nichts haben. Futtern. Ich lasse das mal mit dem Futtern. Absichtlich. Ich gehe mal erstmal in die Höhle. Ja, in die Grotte. Wir gehen mal kurz in die Grotte. Und werden dann dieses Gesicht kurz zu der Person fliegen lassen. Der es auch gehört. Okay, komm. Seid ihr bereit? Unsere Oma wieder in die Arme zu schließen. Ich traue mich gar nicht zu klicken. Aber ich glaube, es wird Zeit. Sie war viel zu lange nicht mehr Teil unserer Gruppe, aber jetzt wird sie es. Sie ist back. Diese Erleichterung. Ah, ich hab mein Gesicht wieder lange nicht gesehen, Aiden. Kein Wunder. So ohne Gesicht. Unglaublich, dass der dunkle Fürst auch mich erwischt hat. Ich werde ihn. Aber ich wusste, dass du mich retten würdest. Oh, noch einmal vielen, vielen lieben Dank, Aiden. Und auch dir, großer Weiser Luca. Naja. Keine Ursache, das war doch rasch erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Gesicht. Na dann, kümmern wir uns drum. Oma hat sich dir angeschlossen. Oma ist zurück. So, Prinzessin, wir kommen gleich wieder. Halte die Stellung. Bevor wir zu ihr aber gehen, da gab es noch einen Abzweig in dieser Ecke. Den werden wir mal kurz nehmen.
aufsatteln Nummer 2. Machen wir mal. Ui, cool. Schön. Ja, aber hier machen wir einen kurzen Abstecher, damit wir auch da einmal hingehen können. Da ist ja noch ein Quiz. Ein Quizzi-Quiz.